An dieser Stelle möchte ich jetzt nun überleiten zum Abschlusspodium. Und dazu möchte ich gerne Beppino Charita, Gabriela Keller und Daniel Markwalder nach vorne bitten. Ja, zum Höhepunkt oder zum letzten Programmpunkt dieses Tages freut es mich sehr, hier drei ganz wichtige Protagonisten oder Vertretende der Schweizer IT-Landschaft in der öffentlichen Sektor begrüßen zu dürfen. Sie sehen zunächst Daniel Markwalder. Er hat heute schon eine ganze Session moderiert. Er ist der Repräsentant der Bundesinformatik, weil er ist Delegierter des Bundesrats für die digitale Transformation und IKT-Lenkung der Bundesinformatik. Komm, das letzte war von mir. Also DTI muss man sich merken. Nicht mehr ISB, jetzt DTI. Gut. Dann weiter geht es mit Gabriela Keller. Du bist CEO der Firma Ergon Informatik mit 350 Mitarbeitenden als Schweizer IT-Anbieter. Bist auch im Executive Board von Digital Switzerland. Und sie vertritt heute sozusagen die IT-Branche, damit die auch ein Gesicht und eine Stimme hat. Und last but not least freut es mich auch sehr, Beppino Charita auf dem Panel zu begrüßen. Du bist seit diesem Jahr Beauftragter Digitale Verwaltung Schweiz, beauftragt von Bund und Kantonen oder Kantone und Bund, also gleichwertig, für alle digitalen Themen. E-Government hat man früher gesagt, heute ist es Digital Government oder so. Von dem her bist du jetzt der oberste E-Government-Vertreter und in dem Sinn vertrittst du jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich auch vor allem die Kantone und Kommunen, kann man auch sagen. Ja, jetzt haben wir heute gerade vorhin gesehen im simap.ch. Ja, also wir können, wenn das okay ist für alle, noch so gerne, ich bin froh. Ja, wir haben jetzt gerade bei simap.ch ja ein schönes Beispiel gesehen von einem IT-Projekt, das sogar schon mal gescheitert war, wo man versucht hat, Standardsoftware zu beschaffen. Jetzt ist man bei Indual Software. Man hat zum Beispiel eben auch einen ausländischen Anbieter, war da zuerst im Spiel. Also ich finde, bei diesem SIMAP-Projekt kommt ganz vieles zusammen, was die IT-Beschaffung in der Schweiz so skizziert. Vielleicht ganz so spontan, kommt jemand von euch irgendwo auch einen so Vergleich in den Sinn und was man daraus lernen könnte aus diesem SIMAP-Thema und ja, vielleicht auch ganz konkret, was denkt ihr, werden wir es schaffen, bis Ende 2023 die neue Plattform zu haben? Ja, danke. Also ohne jetzt spezifisch auf SIMAP einzugehen, du hast Scheitern erwähnt und ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff. Ich glaube, man muss auch den Mut haben zu scheitern. Wenn man den Mut nicht hat, auch in der Verwaltung, in den Verwaltungen, du kannst dann vielleicht mit den Kantonen noch sprechen, aber wenn man diesen Mut nicht hat, dann wird man einfach viel zu träge. Und wenn man zuerst alles definieren muss und warten muss, bis alles bis ins letzte Detail klar ist, dann sind wir viel zu träge. Also ich glaube, Scheitern ist ein wichtiger Begriff. Wir sprechen in der Bundesverwaltung oft von Kulturwandel. Wir haben noch eine besondere Aufsicht. Das ist auch gut so und das ist richtig so. Aber trotzdem, das ist sicher eine Herausforderung, wie wir damit umgehen. Es gibt ja neu jetzt auch einen Bundesratsausschuss Digitalisierung und das war also auch dort ein Thema, wie man auch einen Kulturwandel hinkriegen kann. Okay. Weiteres Feedback zu diesem Thema? Ich nehme vielleicht gern den Punkt auf Standardlösung oder Individualentwicklung. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, zu Beginn des Projekts genau eben diese Frage zu klären und zu prüfen, ob eben ein Problem mit einer Standardlösung abgedeckt werden kann oder nicht und die Ausschreibung dann entsprechend zu gestalten. Wenn es zu offen ist, kommen sehr viele verschiedene Angebote, die dann eben sehr schwierig zu vergleichen sind. Also diese Auslegeordnung, diese Vorarbeiten sind sehr, sehr essentiell. Ja, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich denke, ein Teil Scheitern und Erfolg haben ist auch, wie Auftraggeber aufgestellt sind. Ich denke, das sieht man auch bei SIMAP. Es hat hier auch einen Prozess gegeben. Ich erlebe auch, dass eben gemeinschaftliche Beschaffungen auch eine Herausforderung sind für die Zusammenarbeit. Auch dieser Aspekt. Ich denke, was sehr wichtig ist, dass man eben sich gemeinsam auf gewisse konkrete, also
Themen fokussiert. Das ist CIMAP ja, glaube ich, jetzt auch so vorgesehen, dass man sich fokussiert auf wichtige Kernthemen, das ganze Projekt vielleicht ein bisschen weniger groß macht und dann auch gemeinsam das voranbringt. Super, vielen Dank. Du hast ein wichtiges weiteres Thema aufgegriffen, eben gemeinsame Beschaffungen, dass man ja auch schon einige Erfahrungen hat, aber wahrscheinlich in Zukunft noch mehr machen könnte. Ja, soweit sind wir mittendrin im Thema. Das Thema des Panels heißt jetzt Zukunft der digital nachhaltigen Verwaltung, eben nach 10 Jahren IT-Beschaffung und ganz vielen erfolgreichen, aber eben auch einigen nicht so erfolgreichen Beschaffungen geht es darum zu schauen, wo stehen wir heute und wie geht es weiter. Das ist so das Ziel unseres Gesprächs. Ja, vielleicht zunächst mal jetzt nochmal einen Schritt zurück, so Big Picture, digital nachhaltig, wurde heute auch schon erwähnt in der Cloud-Session, zu Cloud Computing. Was verstehst du darunter? Was ist für dich digitale Nachhaltigkeit oder was wünschst du dir, sagen wir mal, im Idealfall für die digitale Verwaltung des Bundes? Danke, also ich habe diese Session ja moderieren dürfen und habe die Frage einem Referenten gestellt, in der Hoffnung, dass ich dann das kopieren kann, wiederverwenden. Nein, Spaß beiseite. Für mich, ich möchte einfach einen Aspekt herauspflücken. Ich glaube, für mich ist ganz wichtig, digital nachhaltig in der Verwaltung, in der Bundesverwaltung, bedeutet, dass man das Rad nicht überall neu erfinden muss. Das bedeutet, dass man Dienste, Funktionalitäten, Daten wiederverwenden kann, dass man wirklich auf das Bestehende aufsetzt. Kann. Und das geht dann in Richtung Schnittstellen. Das ist jetzt ein großes Thema in der Verwaltung, endlich. Und wir haben ein Prinzip verabschiedet, API First, dass man wirklich auf Schnittstellen setzt, dass man die Interoperabilität so verankert. Wir haben eigentlich von DTI die beiden Hauptaufgaben, oder, zu schauen, dass man die Interoperabilität sicherstellt, dass man eben, ich sage jeweils, die gleiche Spurbreite der Eisenbahn fährt. Das ist die eine Aufgabe und das geht in diese Richtung auch Nachhaltigkeit. Das andere ist, dass wir Standardbausteine zur Verfügung stellen, die man wiederverwenden kann, auch dort. Also ich würde vor allem jetzt diesen Aspekt betonen bei digitaler Nachhaltigkeit. Sehr gut. Merci. Dann gibt es das wieder. Und vielleicht ergänzend der Aspekt, dass Digitalisierung auch eine große Chance ist, Prozesse anders zu denken. Also ist sicher eine wichtige Frage, wie man die heutigen Prozesse und teilweise auch schwierigen Abläufe über verschiedene Stellen, bildet man diese genau gleich wieder ab oder nutzt man eben Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, die Nutzer ins Zentrum zu stellen und solche Aspekte zu berücksichtigen. Der ganz große Hebel würde dort liegen. Aber eben die Probleme müssen auch klein genug gehalten werden, dass sie aufs Mal, dass sie vorwärts kommen. Danke. Ich bin ein bisschen aus der Generation Club of Rome. Und für mich ist Nachhaltigkeit auch immer mit dieser Idee verbunden. Und ich denke, der Ansatz, ganzheitlich zu denken und dann lokal zu handeln, war für mich immer auch eine Leitgedanke. Und ich würde jetzt das für die Verwaltung so weit übertragen, dass man sagt, die Verwaltung hört ja nicht an der Tür der Verwaltung auf, sondern die hört dann eigentlich beim Kunden, beim Nutzenden auf. Und diese ganzheitliche Sicht eben, den Nutzen, das ganze Umfeld einzubeziehen, wenn das gelingt, dass das sozusagen ein kontinuierliches, wechselwirkendes Zusammenspielen ist, dann glaube ich, ist die Verwaltung nachhaltig. Nachhaltig ist sie ja dann nicht, wenn die Erwartungen und die Leistungen auseinandergehen. Das ist ein bisschen die Entwicklung, die wir jetzt haben. Digitalisierung stellt uns vor neue Herausforderungen, die Verwaltung hinkt hinten dran und sie muss sich jetzt wirklich dort bewegen, wo sie dann eigentlich auch viel besser mit den Erwartungen und den Bedürfnissen Wechsel spielt. Und dann kommen sicher auch die Fragen der Prozesse und der Verbesserung. Spannend. Darf ich da gleich nachhaken? Ja. Eben, du bist jetzt in einer besonderen Herausforderung, 26 Kantone und dann noch mit dem Bund alles zusammenzuführen. Wo siehst du vielleicht ganz konkret, jetzt Daniel Markwald hat zum Beispiel das Thema API angesprochen, ist das auch auf der Kantonsebene ein Thema? Wie wollt ihr da ganz konkret Verbesserungen erzielen? Seid ihr da schon so an gewissen Eckpunkten? Ja, vielleicht eben die Organisation, die gibt es ja noch nicht, die wird jetzt aufgebaut, aber man hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, wo sollen die Schwerpunkte sein. Die Organisation wird dann auch eine Strategie ausarbeiten müssen, aber
Wir haben gesagt, wir können jetzt nicht warten, bis wir dort strategisch uns aufgestellt haben. Es gibt bereits Ideen, wo die Schwerpunkte liegen sollen und gemäß auch den Ergebnissen der Umfragen und den Bedürfnissen sieht man vor allem bei den Basisinfrastrukturen großen Handlungsbedarf, also diese grundlegenden Infrastrukturen. Mhm. Und bevor ich dann noch etwas zur Zusammenarbeit sage, dort ist zum Beispiel das Thema API ganz wichtig, weil wir zum Beispiel auch die Diskussion haben, wie ist die Wechselwirkung Verwaltung-Wirtschaft. Und dein Ansatz über Formulare, der ist sicher sehr auch sinnvoll. Das ist eine Dematerialisierung. Aber grundsätzlich, wenn man schaut, wie sich der Kontext entwickelt, also viel mehr Automatisierung, kommt man nicht mehr darum herum, Richtung automatisierte Schnittstellen zu gehen. Auch einerseits entlastet das die Verwaltung ungemein und auf der anderen Seite kann die Wirtschaft dann mit Partnern aus der Wirtschaft wieder stärker integrieren. Und wir müssen uns dorthin bewegen. Insofern ist das ein Thema, das man dort auch angehen möchte, dass man in gewissen Bereichen, wo das gut möglich ist, auch erste Erfahrungen dann sammelt, zusammen mit den Kantonen, Städten, Gemeinden und dem Bund. Auch ein bisschen, die Idee ist dann auch Leuchttürme zu schaffen und auch hier die Wirkung zu verstärken. Und wichtig dünkt mich einfach nicht, dass der Bund alleine das macht, sondern alle zusammen, weil die Verwaltung wird ja in der Regel nicht so differenziert angeschaut. Und das ist eher unangenehm, wenn man gerade aus der Wirtschaft an mehreren Stellen dann gelangen muss und die Verwaltung irgendwo sehr unterschiedlich daherkommt. Also diese Einheitlichkeit und auch diese Abstimmung ist eminent wichtig, oder? Für die Wirkung. Es wird immer wichtiger, weil Unterschiedlichkeit, auch wenn das digital ist, heute ist ja vieles digital, oder? Schafft einfach auch Friktion. Das soll jetzt sehr nach so Kumbaya und alle zufrieden Händchen halten, wahrscheinlich in der Realität nicht immer ganz so friedlich. Eine Frage an dich, Gabriela, wie ist es jetzt, wenn sich die Kantone immer mehr organisieren, oder? Dann heißt ja das, dann könnt ihr die Lösung nicht mehr 26 Mal verkaufen, oder? Es gibt ja zum Glück genug zu tun, auch an anderen Ecken, von daher, nein, das muss ja auch als Bürger dieses Landes im Interesse sein, das ist sehr gut. Ja. Auch als Anbieter findest du es gut, dass sich die Kantone besser... Auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr überzeugt, dass wir ziemlich die gleichen Interessen haben und ja, erfolgreiche Lösungen bauen wollen. Und, ja. Sehr gut. Ja, Papino, darf ich da noch ergänzen? Eben wegen 26 Mal, das Volumen reduziert sich um 26. Ich glaube, es ist eine qualitative Frage. Macht man 26 Mal das Gleiche? Mhm. Der eine ein bisschen besser als der andere und dann wieder anders? Oder fokussiert man qualitativ einfach auf Ausweitung, oder? Und aus Sicht der Bevölkerung und der Wirtschaft ist das sicher ein Vorteil. Und ich glaube eben auch aus dem IT-Markt gibt es sehr viele Nischenplayer und auch Möglichkeiten, dass man sich hier einbringt. Und nicht in dem Sinn, dass man dann 26 Mal das Gleiche macht und vielleicht noch kopiert. Ich kann mich noch erinnern, vielleicht nur ganz kurz, man war mal an der E-Government-Strategie 20 irgendwas. Und dann war so dass der Slogan, ja, dass der Föderalismus fördert die Innovation. Ist doch so ein bisschen so die Ausrede, dass man eben da unterschiedliche Sichtweisen hat. Wie siehst du das? Also fördert das wirklich die Innovation, wenn man so unterschiedliche Bedürfnisse auch parallel löst oder Schwierigkeiten auch eher? Ja, ich glaube, man darf dann die Frage des Föderalismus nicht auf die Frage der Innovation reduzieren. Also man sagt, der Föderalismus gibt es wegen der Innovation. Es gibt ja auch andere Aspekte im Föderalismus, Subsidiarität und so weiter, bis zur Gemeindeebene. Ich denke, aber in der Tat gibt es natürlich auch Elemente, die Föderalismus einen positiven Beitrag hat, dass gewisse Kantone oder auch Gemeinden, weil sie eben überschaubarer, kleiner sind, gewisse Dinge ausprobieren können. Ich denke beispielsweise Open Government Data war für mich so ein bisschen ein Beispiel. Die Städte haben hier vorwärts gemacht. Das hat dann die anderen auch wieder inspiriert. Ich weiß nicht, es wäre vielleicht auch sehr zentralistisch gegangen, aber nur als Beispiel. Es gibt da verschiedene Ansätze, wo man sich dann auch inspirieren kann. Okay. Aber ich glaube immer, ich würde jetzt den Föderalismus nicht auf Innovationsmotor reduzieren, sondern einfach diese Chancen auch nutzen, die sich daraus ergeben. Sehr gut, merci. Daniel, du wolltest noch einhaken. Ja, vielleicht noch ein Wort zum 26 Mal verkaufen. Ich teile die Einschätzung, dass wir ja mehr als genügend Arbeit haben. Das ist ja das Schöne, dass wir wirklich hier auch große Herausforderungen haben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es wichtig ist, dass man auch eben auch hier wirklich Dinge wiederverwenden kann. Es ist im Moment das MBAG in Vernehmlassung. Ein neues Gesetz, das da hier auch einiges ermöglichen wird, dass auch Kantone untereinander Leistungen
Lösungen anbieten können, der Bund stärker den Kantonen, dass dort auch ein Zusammenwirken möglich ist. Und das andere ist eben die gemeinsame Spurbreite, das ermöglicht dann auch ein Zusammenwirken. Ich glaube, und das ist jetzt auch im Bund natürlich die Erfahrung, wenn wir einfach sammeln, bis wir quasi alle Bedürfnisse befriedigen, das ist dann definitiv nicht innovativ. Und da müssen wir auch ein System schaffen, wie wir sagen können, ja, in diesem Gebiet hat man Freiheit, go for it, oder? Und wenn du der Erste bist, sollen die anderen davon profitieren. Mhm. Ein gewisser Wettbewerb ist dort dann schon auch wieder nicht schlecht vielleicht. Sehr spannend. Merci. Ja. Vielleicht ein Gedanke noch dort, wo starker Wandel nötig ist, um vorwärts zu kommen. Ich glaube, dort ist ein gebündeltes Vorgehen extrem wichtig und da braucht es auch starke Stakeholder. Also zum Beispiel Themen wie die EID. Dort braucht es logischerweise eine zentrale Lösung und auch wirklich viel Kraft dahinter, dass es dort vorwärts geht. Stichwort EIT, genau. Ich wollte eigentlich noch auf etwas anderes reagieren, wenn du nicht allzu viel Harmonie möchtest. Oder? Wo wir ein bisschen wahrscheinlich wirklich einen Interessenkonflikt haben, ist mit diesem sogenannten Vendor-Lock. Oder? Das war auch am Morgen ein Thema. Das ist natürlich spieltheoretisch klar. Eine Firma, ich werfe das den Firmen so vor, aber hat natürlich das Interesse, sich unersetzbar zu machen. Das ist klar. Oder? Und die Bestellerseite, jetzt die Bundesverwaltung, oder die Kantone auf Bestellerseite haben natürlich hier gegenteilige Interessen. Also ich glaube, das ist auch normal. Es ist dann auch nicht so, dass man in jedem Detail immer genau die gleiche Meinung hat. Sehr gut. Also ich spare mir jetzt die Frage, ob Open Source die Lösung ist. Und Frage jetzt ins Publikum. Haben Sie Fragen an die Vertretenden der IT, der Bundes- und Kantons- und IT-Wirtschaft? Genau. Gibt es schon? Ah, ganz weit oben. Wieso sitzen immer alle zu oberst, die Fragen stellen? Das verstehe ich nicht. Ah, die, ja. Sehr gut. Aber Alejandro macht das dynamisch. Mein Name ist Michael Marti. Ich forsche an der Berner Fachhochschule zu Innovation im öffentlichen Sektor. Und unter anderem zu den Rahmenbedingungen, wie das Innovation entsteht. Und eine sehr wichtige ist die Risikokultur. Wir haben auch eine Studie durchgeführt bei allen Bundesämtern, wie die Rahmenbedingungen ausschauen. Und wir haben herausgefunden, die Risikokultur ist am wenigsten entwickelt. Jetzt, Herr Marquardt, Sie haben es gesagt wieder, wir müssen Risiken eingehen. Heute Morgen wurde es gesagt. Meine Frage ist, haben Sie konkrete Strategien? Also wie kann man Risiko Aversion senken in der Bundesverwaltung? Das wäre jetzt meine Frage zurück gewesen an die Forschung. Aber ja, wir haben konkrete Ideen. Ich habe es vorhin ein bisschen angetönt. Wir stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir experimentieren einmal mit 100 Millionen und schauen, was passiert. Da bin ich schon beim Stichwort. Wir wollen eine aber das ist jetzt wirklich im Gespräch, eine Art Sandbox einführen, dass man sagt, man hat einen Rahmen, eine Bedingung, auch ein gewisses beschränktes Budget mit Spielregeln bei denen. Und das ist dann ganz wichtig, man wirklich sagt, Scheitern ist eine Option. Und vielleicht könnte man sogar so weit gehen und sagen, und wenn dann nie etwas scheitert, dann ist es nicht gut. Weil dann war man zu wenig innovativ. Aber da sind wir in Diskussion, auch mit der Politik. Ja. Und im Bundesrat ist es eine spannende Diskussion. Spannend. Weil im Vorfeld sind immer alle für Risikokultur, oder? Genau. Ja, eben, also wir wollen ja auch nicht, dass mit unserem Steuergeld gespielt wird, von dem her sicher ein verständliches Thema. Vielen Dank für die Frage. Gibt es weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Jetzt wieder ganz nach unten, genau. An dieser Stelle vielleicht die Frage Risiko in den Kantonen. Gibt es dazu Erfahrungswerte? Wie risikoreich sind die Kantone?
Ja, ich meine, das Thema ist natürlich auch bei den Kantonen und Städten ein Thema. Also es gibt auch Städte, die Programme machen, um eben, die, was die Risikokultur betrifft oder auch agile Methoden anzuwenden, dort Erfahrungen sammeln. Mir ist jetzt das Sandbox-Beispiel so nicht bekannt, dass das jemand anwendet oder noch nicht bekannt. Was sicher ist, dass auch das Verhältnis zu den Risiken anders beurteilt wird. Ich denke, man ist viel offener als vielleicht schon vor 5 Jahren bezüglich gewissen Risiken. Und die andere sozusagen Komponente ist natürlich auch, dass man die Projekte vielleicht auch anders designt. Dass man auch übergeht in kleinere Einheiten, in schrittweise Entwicklungen, wo man dann nicht die ganzen Risiken hat, pilotiert in einem Kanton und dann langsam ausbreitet. Also die Ausbreitung auch nutzt, um die Akzeptanz wieder zu testen, weil die Akzeptanz zum Beispiel mittlerweile ein größeres Risiko ist als vielleicht früher. Also dass es an der Akzeptanz scheitert, das sieht man auch in gewissen Projekten. Da muss man vorsichtig sein. Und ich denke, da ist die Sensibilität schon viel größer. Sehr gut, merci. Noch ein. Nur noch ein Wort. Ich glaube, und das ist dann wirklich auch logisch, wenn man es klein macht und früh scheitert, dann ist es eben auch günstiger. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ja. Macht ihr das? Einverstanden, ja. Sehr gut. Also gut, Konsens da vorne. Wie ist die nächste Herausforderung? Adriano Moser, sima.ca. Ich möchte anknüpfen an das Thema Risiko- und Fehlerkultur. Mhm. Wir haben jetzt mit sima.ca oder mit dem Projekt KISS sima.ca eine Kommunikationsplattform parallel geschaltet. Und ich möchte das Thema Transparenz nennen. Wie sehen Sie Transparenz im Kontext eben zu sag ich mal, nachhaltigen oder gut funktionierenden Systemen, die zu bauen sind? Möchtest du? Transparenz ist immer gut in dem Sinn, weil es halt Nachvollziehbarkeit schafft. Also ja, auf jeden Fall ein positiver Aspekt, ja. Aber wie gewichten Sie das jetzt im Kontext? Ist das etwas Wichtiges oder ist es einfach schön, wenn man das so nebenbei macht? Das muss ich wahrscheinlich den Bundesvertreter machen. Also Transparenz hat ganz viele Facetten. Und in diesem Kontext, wie ich vorhin gesagt habe, auch mit Wiederverwendbarkeit, ist natürlich ganz fundamental, dass man weiß, wo welche Daten sind, wer was macht, welche Microservices bestehen und so weiter. Also das ist Conditio sine qua non für die Wiederverwendung, dass man transparent hat. Ich kann das gerne nochmals betonen. Ich möchte dann vielleicht noch eine zweite Komponente der Transparenz erwähnen. Aber ich denke, Transparenz ist eben, man weiß, wo die Daten sind. Vielleicht darf man sie noch nicht nutzen. Man weiß, dass es diese Schnittstellen gibt. Dann kann man mit den Leuten reden. Man kann sie ansprechen. Das scheint mir sehr wichtig. Transparenz ist aber auch wichtig, was die Vertrauensbildung betrifft. Also gegenüber der Öffentlichkeit und auch in Kooperationen. Und ich denke, Kooperationen ohne interne Transparenz sind sehr schwierig. Umgekehrt auch nach außen. Ich glaube, innen und außen, wenn man so Projekte jetzt anschaut, eben die starken Außenbezug haben, das verschwindet immer mehr. Also man wird nicht mehr so stark trennen zwischen Innen- und Außenkommunikation, sondern wird schauen, dass man viel transparenter ist grundsätzlich, weil das wieder Opportunitäten gibt. Leute sehen etwas, man sieht das auch bei den Bug Bounty Programmen, es ist auch ein bisschen Transparenz. Dann sieht man etwas und kann dann auch hier wieder intervenieren. Also das eröffnet ganz viele Möglichkeiten. Also um kurz zu sagen, Transparenz ist ein zentraler Faktor aus meiner Sicht. Sehr gut, das freut natürlich mein Open-Source-Herz. Wie ist es, also was ich vor allem auch spannend finde, ist ja die Partizipation. Man kann dann wirklich eben auch Rückmeldung geben. So ein Jekami schon fast, oder müssen wir dann schauen? Eben, ich wollte eigentlich auf diesen Punkt hinweisen. Diese Transparenz, diese Offenheit birgt eben Risiken. Und wir haben, das war für uns schon ein Thema, dass wir eben auch ein Risiko eingeben. Wir präsentieren uns auf dem Tablett so. Also nicht nur positiv, kann ja auch negativ werden. Deshalb frage ich Sie, oder wie Sie das beurteilen. Man hat nicht nur positive Aspekte, wir hoffen das selbstverständlich, aber es kann durchaus sein, dass das eben auch ein Bumerang sein werden kann. Und das ist ja eben genau das. Also das, den Mut eben auch Fehler zu machen oder Risiken zu machen, das haben wir jetzt hier gemacht. Aber es besteht eben auch eine Gefahr, dass ein Bumerang auf uns zukommen könnte. Wie beurteilen Sie das? Ich meine, das sind öffentliche
Projekte, die jetzt transparent auf dem Tablet sind und die, das Publikum darf mitreden oder Kommentare dazu abgeben. Was denkt ihr, was passiert, wenn da plötzlich ein neues Feature kommt für eine E-Government-Anwendung? Ja gut, also ich finde, ein bisschen, es kommt ein bisschen darauf an, was man dann unter Transparenz auch versteht, aber ich denke, zu einer guten Risikokultur würde auch gehören, dass man sehr proaktiv ist und das Risiko eingeht, dass man kritisiert wird vielleicht oder auch eine Webseite halt dann vielleicht doch live geht mit dem Hinweis, wir sind noch daran, Beta. Statt dann 2 Jahre daran zu arbeiten, bis sie perfekt ist und dann ist sie veraltet. Also irgendwo, das ist ein bisschen ein krasses Beispiel. Es gibt aber sicher Dinge, die politischen Charakter haben, da braucht es auch ein Fingerspitzengefühl. Das ist mir schon bewusst. Aber grundsätzlich orientiere ich mich immer stark an der Transparenz und an der Offenheit. Gerade in der Zusammenarbeit, weil das wird auch schwierig sonst, wenn die Protokolle geheim sind und wir erklären müssen, und dann, das ist jetzt so, wird es einfach schwierig zum Beispiel. Und solche Dinge, oder? Danke, ja. Aus dem Bundesumfeld, wie transparent ist der Bund? Ich kann es nur bestätigen. Also wenn immer irgendwie möglich, respektive nicht wirklich etwas Zwingendes, das schon einmal schwer vorstellbar ist, dagegen spricht, pro Transparenz, unbedingt, ja. Ich denke auch, am liebsten wäre mir, man hätte für jede Anwendung ein Rating-System, oder? Bund, Kantone, man wüsste, oder, wo sind wirklich die Bedürfnisse, Bürgerinnen und Bürger, wir müssen viel stärker eben diese Customer Journey verinnerlichen und ja, wir schossen in diese Richtung. Also ich finde es fantastisch, eben vor einem Jahr hatten wir auch schon Diskussionen, ich finde, es kommt ein anderer Groove in die Government IT, das freut mich sehr. Gibt es weitere Punkte, Themen, die Sie ansprechen möchten? Vielleicht sonst eine Frage an dich ganz konkret. Man hat ja immer so das Gefühl, ja, Bundes-IT-Projekte gefährlich, groß, scheitern oft und so. Wo würdest du aber sagen, war der Bund mal erfolgreich? Was sind so deine Highlights? Oder im Sinne von, ja, wo bist du stolz drauf? Ich glaube, die meisten von Ihnen, ich inklusive, haben heute das Covid-Zertifikat präsentiert. Für mich ist das in sehr vielerlei Hinsicht wirklich ein toller Erfolg. Man hat extrem rasch agieren können, man hat Bausteine wiederverwendet, auch Standarddienste von uns beispielsweise mit IAM, die man sonst verwendet hat. Man hat auf offene Standards gesetzt, man hat Schnittstellen implementiert, die auch verwendet wurden. Also das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ja, sehr gut. Vielleicht bei Ergon, habt ihr so Success-Stories aus der öffentlichen Verwaltung, wo du sagst, da hat wirklich einen großen BürgerInnen-Nutzen stattgefunden? Also für uns jetzt als Anbieter ist sicher der Swisspass eine Erfolgsgeschichte, weil wir dort über 5 Millionen Identitäten absichern können. Okay. Aber ich möchte mich anschließen beim Lob für das Zertifikat. Das fand ich wirklich auch toll. Dank dem konnten wir alle in die Ferien reisen und können uns sonst weitgehend jedenfalls in dieser Community hier frei bewegen. Ja, Erfolgsgeschichten oder auch etwas, was ich stolz bin, es ist einfach generell die Zusammenarbeit. Es gibt ja immer wieder, also ich erwähne jetzt nicht ein konkretes Projekt, aber dass es einfach immer wieder gelingt, dass man zusammenarbeitet bei den Kantonen mit den Gemeinden, auch in Beschaffungen übrigens, immer wieder gemeinsame Beschaffungen macht, Rahmenverträge sich verständigt, das erleichtert unglaublich die Arbeit. Das ist dann vielleicht eher im Maschinenraum, das sieht man dann außen nicht so, aber es ist dann auch sehr wichtig, ein wichtiger Beitrag, den man auch weiter pflegen muss, natürlich, auf jeden Fall. Manchmal ist ja auch No News, Good News. Ja? Sehr gut. Ja, also am liebsten würde ich da sagen, in die Endrunde bei dieser guten Stimmung, weil dann haben wir noch etwas vom Apero. Außer es gibt noch weitere Stimmen von Ihrer Seite, Fragen oder Wünsche an die Verwaltung oder an die Wirtschaft. Alle wunschlos glücklich. Ja gut, Peter, ja, genau, da vorne.
Herr Marquardt, Peter Balsiger, Red Hat, aber ich frage diese Frage als Bürger dieses Landes. Diesen Punkt, dass der Einbezug der Bevölkerung, ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kenne so viele Leute, die eben aufgrund der Pandemie natürlich auch hier zum Teil, wie wir alle, gewisse Schwierigkeiten hatten. Und ich denke, hier wäre ein großer Goodwill da, dass man eben auch sagt, Input zu liefern. Also ich denke, irgendwie so eine Form von einer Taskforce gegenüber dem Bürger oder auch, dass der Bürger einfach auch, sage ich mal, seine Prioritäten mal mitteilen können. Ich meine, wir haben gesehen, das Ganze mit der EID, oder? Eigentlich alle dafür sind, aber dann am Schluss wieder gleichwohl eigentlich abgelehnt wurde. Das sind alles so Themen, denke ich, die wir jetzt wirklich vorantreiben sollten. Und ich denke, das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn ich als Bürger eben auch, sage ich mal, gewisse Themen mit einbezogen würde und nicht nur auf der politischen Ebene mit Abstimmungen. So eine Bevölkerungsplattform, was haltet ihr von dieser Idee, ist das nützlich? Ja, also Plattform tönt mich für mich schon nach einer elektronischen Lösung, aber vielleicht, also grundsätzlich findet ja auch der Dialog mit über Interessensvertretungen auch statt. Das ist vielleicht dann nicht immer so unmittelbar, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Projekte, gerade die EID, mit den verschiedenen Interessensvertretungen aus der Zivilgesellschaft bespricht. Das sind auch oft gute Übermittler von Anliegen, dass man nicht nur, sage ich mal, die interne Sicht dann im Vordergrund stellt, sondern eben auch die Offenheit. Und das ist dort in diesem Projekt zum Beispiel angedacht. Das ist auch angedacht in der digitalen Verwaltung Schweiz, dass man viel mehr auch mit diesen Kreisen kommuniziert und das einbaut. Mhm. Aber es ist natürlich dann nicht wirklich abschließend partizipativ, aber es ist ein Ansatz, oder? Einfach in den Dialog hineinzukommen und sich auch dann eben auch frühzeitig über Projekte zu äußern, dass man sich dann auch ein Bild machen kann, wie das wirkt und wo vielleicht Probleme bestehen oder auch Punkte sind, die man weiter berücksichtigen müsste. Mhm. Sehr gut, merci. Daniel, hast du? Ja, also wie gesagt, deshalb habe ich die Idee auch gebracht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den direkten Draht hat. Und ich glaube, das ist auch für die Verwaltung, sei es bei den Kantonen oder bei der Bundesverwaltung, dann auch vielleicht etwas entlastend, oder? Man hat dann auch eine direkte Priorisierung, man hat direkte Vorschläge. Also ja, ich finde das eine gute Geschichte. Wie ist die Rolle der Anbieter? Also bringt ihr auch Vorschläge rein oder führt ihr nur aus, was bei euch bestellt wurde? Es ist ein wichtiges Element in der Konzeption der Lösung, eben genau die Benutzerbedürfnisse und Interessen ins Zentrum zu stellen, auf jeden Fall. Und das ist dann eine Aufgabe von allen Beteiligten, dafür zu sorgen. Und ein großer Erfolgsfaktor auch letztlich, ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, langsam alle Erfolgsfaktoren beisammen, wie wir erfolgreiche Government-IT-Projekte machen können. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich glaube, wir haben noch mal Zeit im Apero mit euch, mit uns allen, gewisse Themen und Ideen zu kursieren. An einer solchen Beschaffungskonferenz 2000 und irgendwas ist zum Beispiel auch die Weiterbildung entstanden, dass man sein CS machen sollte. Das war irgendwie vor 7, 8 Jahren. Unterdessen eben gibt es ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Das Geschenk kriegt ihr gleich im Anschluss. Ich würde mir erlauben, noch ganz kurz noch ein paar Abschlussworte zu geben. Aber zuerst mal einen Applaus für die Teilnehmer. Vielen Dank. Ja, wir sind wirklich schon fast am Ende. Ich würde mir nur noch kurz erlauben, wie gesagt, auf diese Weiterbildungsmöglichkeiten hinzuweisen. Sie haben es gesehen auf diesem Prospekt. Ab nächstem Jahr werden wir an der Berner Fachhochschule ein CAS öffentliche Beschaffung und auch ein CAS Technologiebeschaffung, IT-Beschaffungen anbieten. Ausbildung, Weiterbildung ist ein großes Thema. Dann hat es auch schon bald wieder am 8. September Möglichkeit, in einem niederschwelligen, informellen, off-the-record-Format in den Roundtables Austausch zu haben, Rahmenverträge und Abruf, ein geniales Instrument des Vergaberechts. Und dann später mit weiteren Anlässen rund um das öffentliche Beschaffungswesen, insbesondere auch immer mit IT-Themen bestückt.
Ein weiterer kleiner Hinweis auf IntelliProcure. Die, die es noch nicht kennen, das ist die Plattform, wo wir über 27.000 Ausschreibungsunterlagen zugänglich haben, 2,5 Terabyte von Daten. Da können Sie ganz viele Intelligence ins öffentliche Beschaffungswesen noch vor dem neuen CIMAP-Plattform nutzen. Und last but not least die Open-Source-Studie, weil wir ja gehört haben heute, Open-Source hat doch ein Verbesserungspotenzial, Wiederverwendung, Transparenz, Partizipation in verschiedener Hinsicht. Ja, gut, allerletzte Worte von meiner Seite. Wir werden in der Kürze bald diese Folien, die wir heute gesehen haben, von den rund 40 Speakers online schalten. Wir werden auch die Videos online schalten. Sie können nochmal von den einzelnen Tracks im Plenum, in den Fachsessions, die wir aufgezeichnet haben, nochmal die Hauptaussagen entgegennehmen. Hier nochmal der Hinweis auf das Feedback. Wir sind, wie gesagt, froh, wenn Sie das über die App noch abgeben können, auch zu diesem Panel. Dann wissen wir, wie wir es nächstes Mal noch verbessern können. Ja, und dann eben ganz am Schluss großen Dank an Stefanie, sorry, ich bin ja langsam mit viel. Stefanie, an Lara, die ist, glaube ich, draußen schon am Apero vorbereiten. Ganz vielen Dank, dass du einmal mehr die Beschaffungskonferenz so hervorragend organisiert hast, weil eben gerade in dieser Pandemiezeit ist es doch immer eine große Herausforderung. Vielen Dank, großen Applaus an Stefanie. Ja, vielen Dank. Aber der Dank gilt nicht nur mir, sondern wir haben ja das 10-jährige Jubiläum. Auch das Programmkomitee steckt hinter der ganzen IT-Beschaffungskonferenz. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich weiß, dass es 5 Personen gibt, die schon 10 Jahre mit dabei sind. Einerseits ist das Matthias Stürmer, Reto Madutz, Stefan Sutter, genau. Thomas Mürach, der ist jetzt schon, der muss noch in ein Meeting, genau. Und Greg Herno. Wo sitzt er? Gut. Für euch habe ich noch ein Geschenk mitgebracht. Falls ihr nach unten kommen möchtet. Genau. Wo ist die alte Garde der IT-Beschaffungskonferenz? Gerne überreiche ich euch einen 10-jährigen Wein. Also er ist gerade jetzt reif und trinkbar geworden. Und ich würde sagen, herzlichen Applaus an das Programmkomitee und an die, die schon 10 Jahre mit dabei sind. Merci für den Einsatz.